Ich höre gar nichts, aber nur wenn ich den schon angucke. Sag mal, Simon, lügst du eigentlich gelegentlich? Ab und zu. Und wann hast du das letzte Mal gelogen? Heute Morgen. Optimale Voraussetzungen für: Wer lügt, gewinnt. Hallo Simon Terodde, wie heißt unsere Bundeskanzlerin? Cool. Eine bekannte TV-Serie heißt Breaking. Schlecht. Montag, Dienstag, Mittwoch. Welcher Tag kommt nach Donnerstag? Dienstag. In welcher Stadt steht der Eiffelturm? London. Wie viele Beine hat ein Hund? Fünf. Ein Tor besteht aus zwei Pfosten und einer? Stein. Was beginnt am 11.11.? Die Weihnachtszeit. Was ist schöner, das Rhein-Energiestadion oder der Borussia-Park? Westfalenstadion. Wie heißt das Maskottchen des 1. FC Köln? Fohlen. Ein bekanntes Moderatorenduo heißt Joko und Günther. Wer trainiert den FC Liverpool? Ferguson. Vervollständige den Satz: Berlin, Berlin, wir fahren nach Moskau. Wie heißt der amerikanische Präsident Trump mit Vornamen? Victor. L'amour toujours, wo findet alljährlich die Tour de France statt? Nee, der sieht nur so konzentriert aus. Das ist geil, ey, das ist geil. Also warte, du stellst mir jetzt Fragen und ich muss immer lügen. So sieht das aus. Wie heißt unsere Bundeskanzlerin? Ute Schmidt. Eine bekannte TV-Serie heißt Breaking. Breaking Worst. Montag, Dienstag, Mittwoch. Welcher Tag kommt nach Donnerstag? Sonntag. In welcher Stadt steht der Eiffelturm? Ich glaube in London. Wie viele Beine hat ein Hund? Acht. Ein Tor besteht aus zwei Pfosten und einer? Linie. Was beginnt am 11.11.? Die achte Jahreszeit. Was ist schöner, das Rhein-Energiestadion oder der Borussia-Park? Der Borussia-Park. Wie heißt das Maskottchen des 1. FC Köln? Dieter. Ein bekanntes Moderatorenduo heißt Joko und? Joko und und Schwan, keine Ahnung. Wer trainiert den FC Liverpool? Dieter Hoeneß. Vervollständige den Satz: Berlin, Berlin, wir fahren nach London. Wie heißt der amerikanische Präsident Trump mit Vornamen? Alter Schwede. Na, 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 Herr Höger, London haben Sie zweimal gesagt. Damit gewinnt Simon Terodde mit minus 13 zu minus 10. In der Gesamtwertung bedeutet das Platz 3. Gut gemacht. Hallo, ich habe einen neuen Job. Ich bin jetzt eine YouTube-Endcard und soll euch sagen, dass die Videos hier rechts sehr, sehr gut sind.